Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir sind ja immer noch am Base bauen und sie hier hat irgendwie ihre Augen zu. Sie schläft im Stehen. Gamma 4 machen wir jetzt, weil es wird gerade schön dunkel. Nein. Wir haben ja noch eine Rampe. Oder zwei sogar. Die setzen wir jetzt trotzdem hier vor. Einfach nur, weil es schöner aussieht. Da vorne ist der Dilo. Das hängt ja da genau bei unseren Bäumen ab. No, 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 no. Oh, bau eine neue. Nein! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nicht anrotzen! No, 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 no. Nein! Oh Gott, der ist so hoch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts, ja? Jetzt gehen wir von hinten ran und boxen den um. Die haben nämlich nicht ganz so viel Leben, deswegen traue ich mich denen jetzt auch eine Axt umzunieten. Also man ist schon dezent leid tut. Nein, 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 nein. Du wirst doch wohl mich jetzt nicht anrotzen. Hör jetzt auf damit. Der ist ja gebolert. Nein. Warum ist denn der jetzt nicht gebolert? Der hat doch gerade die zwei Schaden davon gekriegt. Jetzt kurz essen. Der kommt jetzt natürlich gleich schon wieder von hinten. Natürlich hast du das, kleiner Scheißer. Na komm her. Klein Krieg. Hör doch mal auf zu rotzen, Mann. Boah, der macht mich ja kalt hier. Haut ab. Nein, doch nicht. Ja. Entschuldigung. Wie viel Leben haben wir noch? Nicht mehr ganz so viel. Okay, wir leveln aber noch einmal auf Leben. Wir leveln auch noch mal auf Bewegungsgeschwindigkeit. Wir leveln auch noch mal auf Resistenz. Wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Und dann lassen wir es erstmal. Oh Gott, guckt mal, wie geil. Und jetzt bubber ich gerade rot. Komm mal auf, rot zu bubbern. Was läuft denn da unten rum? Ach, kein Essen mehr. Oh Mann. Ja, essen wir uns mal schnell hoch. Ich würde davon gerne eigentlich mal einen Screenshot machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wann es aufhört zu bummern. Natürlich zur rechten Zeit sind wir jetzt an so einen kleinen Dilo geraten. Aber guckt mal auch da hinten so die Lichter und so, die auch noch so übers Wasser gehen und hier über uns das Pinke, da ist der Mond. Oh Gott, guckt mal, wie geil. Oh Gott, ist das schön. Soll's mal alle Beeren wegsnacken? Schnecke die Schneck. So. Ja, dir ist kalt, wenn du ins Wasser gehst. Ich hab's verstanden. So, ja, das wäre jetzt gerade fast in die Hose gegangen. Jetzt sind wir gleich gerade hier drüben auch schon bei unserem Dodo. Den werden wir jetzt auch schnell schon in die Base holen.
Weil ich muss ehrlich sagen, ich hänge an dem ersten Dino, den ich immer zähme. Und meistens ist es wirklich ein Dodo. Aber so einen kleinen Scheißer braucht man einfach. Hä, wo habe ich denn den hingeschmissen? Oh, sagt nicht hier drüben. Guckt mal, da ist der Kano so nah. Da unten ist er auf dem Stein. Oh mein goodness, der Kano ist so nah. Oh, ich bin noch nicht gestorben. Ich fühle mich gerade voll gut. Dodo, komm her. Dodo, komm. Dodo. Dodo, komm. Dodo, komm. Ah nein, ich kann ihn auch aufheben. Dodo, komm. Komm, tschüss. Tschüss, Ecke hier hinten. Tschüss, gefährliche Ecke. Darfst du brüten? Brüten. Oh, weil wir so langsam laufen. Was? Ich kann nur eine. Nee, ich wollte gerade sagen, ich kann nur eine Wand bauen. Das wäre jetzt ein bisschen wenig gewesen. Ist das hier ein Mädchen oder ist das der Junge von vorhin? Was bist du denn? Zeig uns doch mal dein Geschlecht. Hallo, ich möchte unterm Rock schauen. Männchen, brauche ich nicht, habe ich schon. So, komm mit Dodo. Wir gehen. Oh Gott, guckt mal, wie schön das am Himmel aussieht. Und das auch, obwohl Gammert an ist, ne? Guckt euch das mal an, wie geil. Hallo, Schildkröte. Wie schön. So über den ganzen. Hey, mega. Ich bin gerade schon so richtig geflasht von dieser Karte. Alter Schwede, sieht das geil aus. Dodo muss noch kurz runter. Bleib doch mal da. Wollte gerade sagen. So, wir machen einen Screenshot jetzt mit unserem Dodo. Hübsches Bild. Dodo, komm mit. Oh, schweig, Mann. Also ich glaube, ihr werdet bei mir auch so gut wie keine reinen Baufolgen sehen. Denn man sieht ja, ich fange jetzt hier gerade an mit hier und da ein bisschen rumzueiern und da Dodo zu holen, dies und das zu töten und naja, ne? Wie das halt in Ark so läuft oder so ist. Könnte ich mich jetzt auch mal ausmisten. Campfire können wir gleich auch noch irgendwo hinstellen. Das kann da rein. Brauche ich jetzt mein Leder? Da, auch wenn es nur 10 Stück sind. Leder muss gesammelt werden. Nein! Ich hab das schon wieder vergessen. Dass die Tür automatisch aufgeht. Wir bauen jetzt aber noch ein paar Wände mehr, weil zwei setze ich jetzt noch nicht. Der ist da gerade rumgeeiert. Ach so, falls ihr ganz unten, ne, diesen komischen bunten Streifen haben oder habt auch habt und direkt unterm Leben und so, ne, das ist auch ein Streifen, den habe auch ich im Spiel. Das ist also kein Fehler oder so. Das ist wahrhaftig da. Oh nein, ich will nicht schon wieder auf den Dino treffen. Wir haben jetzt gerade einen getötet. Und ich sagte vorhin, wir brauchen Leder. Wir haben jetzt ein bisschen Leder, aber ich will jetzt daraus nicht nur nonstop Polas bauen, sondern halt auch wirklich erstmal ein bisschen was sammeln und dann irgendwann mal. Ja, hallo. Hier, der wäre perfekt zum Start. Level 24er Twike. So, jetzt können wir Gamma schon wieder eine runterschrauben. Weil hier vorne ist es doch ein Tucken heller. Oder Gamma schon direkt ausmachen? Ja. Guckt mal, sieht nämlich auch schön aus. So. Unser Kasten möchte ja weitergebaut werden. So. Ja, hallo, kleiner Dodo. Den Dodo müssen wir nachher unbedingt auch noch auf Passiv pfeifen. Weil sonst haben wir hier. Wenn ihr mal irgendwas angreift, ein Dodo, der ein Affentheater macht. Das ist nicht ganz so witzig.
es regnet. Ohne Regen? Ach, guck mal, jetzt verdichten sich die Wolken und dann kommen wahrscheinlich gleich erste Regentropfen. Okay. Ansonsten haben wir halt nur das Regengeräusch. Das ist halt auch schön. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Kano da hinten nicht zu nah zu uns zur Base rüberkommt. Auf jeden Fall jetzt nicht in der nächsten Zeit. Denn wir werden definitiv noch Zaun oder Zäune bauen aus der Mod. Damit halten wir uns dann die Dinos auch ein bisschen noch vom Leib. Aber erstmal eine Baustelle erledigen, dann die andere. Jetzt sollte ich doch mal Gamma 3 wieder anmachen. Und gleich von hinten werde ich angesnackt, oder? Nein. Also solange wir die Trikes hier oben noch Ruhe rumlaufen, brauche ich mir erstmal, glaube ich, keine Sorgen machen. Die kann man nicht aufheben. Ja, gerade ist aktuell so ein kleiner Fasermangel. Denn wir brauchen ja wirklich für die ganzen Holzstrukturen immer Fasern. Und das ist jetzt gerade leider ein bisschen... Oh, dieses Kackvieh! Mann, hab ich mich gerade erschrocken, es tut mir leid! Nee, komm, lass mich in Ruhe. Hau ab, genau. Oh Gott, kreische ich hier los? Es tut mir leid! Ich hoffe, es ist keiner von euch taub geworden. Oh, da kommt schon wieder der nächste Dino näher ran. Ist ja das Problem, die laufen ja auch rum. Wir laufen rum. So, so. Wirklich eine Wand? Was fehlt uns dafür? Wahrscheinlich wieder Holz. Nee. Also Holz zwar auch, aber auch wieder Fasern. Ach, Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Aber ich habe den da unten auch im, nicht drin sitzen sehen. Und das ist fies. Und ich bin sowieso so schreckhaft. Kann man mit mir nicht machen. Oder man hat's gesehen, man kann's mit mir machen. So, letzte Wand. So, da hinten seht ihr den Kano wütend. Mit was legt der sich denn da hinten gerade an? Ich würde es jetzt ja gerne wissen, mit was der da gerade kämpft. Okay, auf jeden Fall, er frisst es. Er hat es auf jeden Fall getötet. Ja, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass der Kano vielleicht platt gemacht wird von irgendetwas. Und wir den Kadaver dann ausnehmen können. Halt so ganz link, wisst ihr? Das Gute ist, es spawnt auch andauernd der Busch nach. Das heißt, wir werden jetzt nicht am Buschmangel sterben oder verhungern, weil ihr seht ja, ich bin gerade schon wieder am Beeren unten auffüllen. Unser Dodo braucht ja auch immer Essen. Aber da können wir notfalls nachher auch diesen Futtertrog von der Mod bauen. Ja, sowieso, denke ich, ganz cool. Aber erstmal jetzt eins nach dem anderen und dann gucken wir weiter. Also falls mir jetzt gleich unten zu gefährlich wird, laufe ich wieder da hoch. Wo sitzt diese blöde Möwe? Oh. So, jetzt können wir nämlich schon anfangen mit dem Dach bauen. Ihr seht, ich komme jetzt gerade ein bisschen besser voran. Wooden Ceiling, da haben wir so. Da haben wir den Blueprint, den legen wir jetzt hier rein. So, damit man uns von oben auch nicht mehr ansnacken kann. Holz.
Ihr seht, jetzt wird das natürlich gerade auch schon wieder teurer. Schon wieder 60 Holz. Und da unten kommt der Dialer wirklich immer näher. Ich könnte kotzen. Das Einzige am Dido ist das Gute, dass der nicht so schnell am Laufen ist wie wir. Dadurch, dass ich jetzt ja wirklich schon auf Geschwindigkeit geskillt habe, ist das jetzt halt... Oh Gott, das ist ein geiles Spike. Ist das hier dieses Lila, ne? Ich glaube ja. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt ja halt schon ein bisschen auf Geschwindigkeit geskillt habe, komme ich zwar immer noch nicht vom Raptor weg. Aber wir haben Glück, dass wir wirklich... vor so ein Dilo oder sowas weglaufen könnten. So, jetzt brauchen wir 15 Decken. Natürlich haben wir schon zwei gesetzt. Und drei gebaut. Das heißt, es sind noch 10. Dickbauchbaum. So. Aber ich muss sagen, wir müssen gerade nicht großartig in die rechte Ecke runter. Das heißt nicht zum Kanu. Das heißt, wir können hier erstmal noch gut sammeln und kommen hiermit auch gut aus. Aber wie gesagt, mir wäre es jetzt lieb, wenn das ein Schwacher ist. Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? No! Ark hat sich aufgehangen. Uh-oh. Ark? Ja, meine Maus auch. Spiel meint hier inaktiv. Wir werden gerade, denke ich mal, vom Server fliegen. Ich habe auch gerade keine Maus mehr. Ich unterbreche am besten mal kurz hier die Folge, wenn ich denn meine Maus bekomme. Ja, also ich unterbreche jetzt kurz hier mal die Folge und hole euch gleich wieder dazu. Oder, nee, wisst ihr was, ich sehe gerade, wir sind schon bei 17 Minuten. Die Folge wird jetzt ein bisschen kürzer. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal.